Guten Morgen! Heute ein Thema, wo ich direkt von Anfang an euch appelliere, meine Erfahrung einfach mal anzunehmen und im Kleinen oder Großen diese anzuwenden und ohne dass ihr darüber groß nachdenkt, über die Unannehmlichkeiten, die Gefahren oder die Hürden, die es zu überwinden gilt, einfach eure Erfahrung macht, wie sich so eine Lebensart anfühlt oder anfühlen könnte. Einfach mal ins kalte Becken oder von mir aus erstmal in die kalte Pfütze zu springen und genau zu beobachten, wie ihr euch fühlt und was das in euch auslöst. Es geht um die Offenheit eurer Persönlichkeit in Bezug zu anderen. Wie viele Menschen haben sich ein Verhalten gegenüber anderen Menschen angewöhnt, was darauf abzielt, dass man auf eine gewisse Art und Weise wahrgenommen wird. Aber wenn dieses Verhalten eben angewöhnt ist, dann kann es per Definition nicht authentisch und offen sein. Das bedeutet, so wie euch die Leute wahrnehmen, das kann nicht eurer wahren Persönlichkeit entsprechen. Und wenn ihr so handelt, dann impliziert dieses Verhalten, diese Umstellung, wenn andere Personen zugegen sind, dass ihr eure Persönlichkeit mit all den Gedanken, mit den Wünschen und mit Überzeugungen nicht wirklich annehmt. Ihr nehmt euch selber nicht an. Und ihr liebt euch nicht. Denn wenn ihr euch wirklich lieben würdet, dann würdet ihr alles dafür tun, dass sich euer Geist entfalten, verbinden und ausleben kann. Und nicht nur im versteckten Kellerlein eures eigenen Bewusstseins oder eurer eigenen Bewusstheit korrekterweise. Ihr messt der gesellschaftlichen Ausstrahlung und dem damit verbundenen Erfolg oder was ihr für Erfolg haltet eine größere Bedeutung zu, als dass ihr zu dem steht, was ihr seid und dieses auch in aller Konsequenz auslebt. Was fühlt ihr, wenn ihr diese Worte hört? Ist es nicht so, dass ihr sofort intuitiv eigentlich zustimmt, wenn ich euch sage, dass es viel wichtiger ist, in kompletter Zufriedenheit mit sich selbst zu sein, seinen Gefühlen zu vertrauen und seine Wünsche auszuleben, als dass man möglichst viel Geld und viel Erfolg hat? Macht euch das bewusst, dass euer Körper mit dieser Zustimmung, die ihr jetzt fühlt, euch klare Signale gibt und ignoriert diese Signale nicht mit der konditionierten Denkweise, die euch seit eurer Geburt eingetrichtert wurde. Wie ihr euch von der Gesellschaft löst, dazu habe ich schon mal ein richtig gutes Video gemacht, das findet ihr hier oben in den Infokarten. Aber heute ist der Punkt, wo ich ansetze, dass man eben jene eigene Persönlichkeit auch mal durchaus bewusst von der Gesellschaft trennt, indem man ehrliche Statements absetzt in Situationen, wo diese nicht den maximalen Erfolg an Standing, Reputation, Respekt oder Achtung generieren, sondern wo sie einfach nur dazu dienen, offen zu sein, sich selber zu leben. Wo man durchaus in solchen Situationen Leute irritiert, wo man Leute abstößt oder wo man einfach wieder den erlernten gesellschaftlichen Gepflogenheiten agiert. Aber ganz wichtig in dieser Situation, dass man dies tut, nicht um abzustoßen oder um die Menschen zu irritieren. Denn das wiederum ist auch eine destruktive Verhaltensart von Menschen, die sich bewusst oder unbewusst in Situationen bringen, in denen sie leiden. Das ist ein ganz anderes psychologisches Muster als das, was ich anspreche. Also wirklich einfach nur, wenn ihr offen sein wollt und eure Gedanken und eure Überzeugungen nicht zurückhalten möchtet und das immer auch unter der Berücksichtigung der Schädigung anderer Personen, dazu kommen wir vielleicht nachher nochmal in einem praktischen Beispiel, nur in diese Situation wirklich dann auch offen sein und das ist das, was ich meine. Bitte da wirklich genau euch hinterfragen, ob das, was ihr sagt, und wie ihr auftretet, wirklich die Manifestation eurer Persönlichkeit in der Außenwelt ist und kein sinnloses Revoluzzer-Auftreten oder aus irgendeinem negativen Gefühl heraus generiert wurde. Und was passiert dann, wenn ihr permanent offen mit den Menschen redet? Die Menschen, die ebenso offen sind wie ich, können euch aus ihrer eigenen Erfahrung immer wieder dasselbe berichten. Dass andere Menschen plötzlich auch viel offener zu euch werden und dass es Menschen gibt, die sich von euch entfremden werden, die sehr sehr weit abrücken. Wenn ihr in Vorkasse geht und euch quasi der potenziell gesellschaftlichen Ächtung aussetzt durch Gedanken, die nicht der Norm entsprechen, dann schafft ihr einen Raum für das Aussprechen von Gedanken,
der vorher nicht da war. Diese Offenheit verbindet Euch mit anderen Menschen intensiver oder sie stößt eben andere Menschen weiter von Euch weg. Aber egal in welche Richtung dies passiert, es entspricht den tatsächlichen Energien bzw. der Persönlichkeiten, durch welche diese Energien sich in der wahrgenommenen Realität manifestieren. Ihr lebt echter und authentischer und zieht Personen bzw. Energien an, die mit Euch zusammen schwingen, und Energien, die nicht im Gleichklang mit Euch schwingen, werden abgestoßen. Ihr werdet Stück für Stück merken, wie ihr zufriedener werdet. Ihr werdet Stück für Stück merken, wie Euer Freundeskreis sich verändert. Ihr werdet andere Kleidung tragen, nämlich so wie ihr Euch fühlt und nicht was sich gehört oder was angemessen ist. Ihr werdet anfangen zu realisieren, wie es nun leichter ist, Eure Überzeugungen und Eure Träume zu leben, da ihr diese nun ausgesprochen habt, der Realität, dem Außen vorgestellt habt. Ihr werdet Euch einfach in einem Leben wiederfinden, was sich viel mehr als Euer Leben anfühlt. Und das ist ja auch vollkommen logisch. Wie könnt ihr erwarten, Euer Leben zu leben, wenn ihr nicht dazu steht, was Euer Leben, also Eure Gedanken, Wünsche und Gefühle und so weiter sind, und gedanklich unterscheidet, wie ihr Euch nach außen hin darstellt und wie ihr seid. Früher, wo noch Hexer verbrannt, Neger erschossen oder Juden vergast wurden, war es in der Tat so, dass man durchaus bei einigen Dingen vorsichtig sein musste, wie offen man ist. Aber heutzutage ist man in Deutschland viel freier und natürlich gibt es auch immer noch Grenzen. Aber diese sind wirklich so tief, dass ich aus meiner Persönlichkeit, aus meiner Erfahrung wirklich sagen kann, und dass man auch objektiv eigentlich davon sprechen kann, dass man die grundsätzlichen Dinge aussprechen und leben kann. Um ein praktisches Beispiel zu nennen: Ich habe bei dem Arbeitsamt 2 Jahre lang gearbeitet und am Mittagstisch, als mich das Kollegium, dessen Altersdurchschnitt irgendwas um die späten 50er sein musste, gefragt hat, was meine Hobbys sind und was ich gerne mache, darauf habe ich erwidert oder habe die Gegenfrage gestellt, ob sie eine gesellschaftlich angepasste Antwort haben wollen oder die Wahrheit. Die etwas fülligere Frau mit Oberlippenbart lachte und sagte, dass sie natürlich die Wahrheit wissen wollte. Dann sagte ich, dass ich total gerne Tischtennis spiele, dass ich eine große Affinität zu sexuellen Rollenspielen, insbesondere den schmerzhaften, habe und dass ich leidenschaftlich gerne lese. Ich glaube, für gefühlte 10 Sekunden hat keiner im Raum geatmet und ich war, glaube ich, der Einzige, der auch dann relativ zeitnah weitergegessen hat. Aber mein Kollegium wusste ab dem Zeitpunkt, sie bekommen eine ehrliche Antwort, wenn sie danach fragen, und besonders wenn ich dann noch annonciere, dass diese Antwort auch ehrlich sein wird. Aber eben diese Nachfrage vor der Antwort, ob sie wirklich eine ehrliche Antwort haben wollen, ist essentiell. Denn hier unterscheidet sich wirklich derjenige, der einfach nur antimäßig und negativ unterwegs und schocken will, von dem, der einfach ehrlich, respektvoll, liebevoll und offen ist. Und obwohl wahrscheinlich keine der anwesenden Damen oder der 2 Herren leidenschaftliche SMler gewesen sind, war es so, dass ich sehr, sehr beliebt wurde, weil ich eben zwar offen, aber auch trotzdem respektvoll gehandelt habe. Und das sollte man ernsthaft beachten, dass man aus seiner Offenheit keinen Kult oder keine Ego-Nummer macht. Das wäre das andere Extrem, sondern dass man einfach auf Nachfrage oder wenn es dem Thema dienlich ist, diese Offenheit gewährt und sich nicht verstellt. Ich garantiere Euch, neben interessanten Erfahrungen, also das, was das Leben intensiv macht, auch eine gesteigerte Verbundenheit zu Euch selbst und Eurer Umgebung. Wenn ihr Euer Leben leben wollt, dann müsst ihr zu Eurem Leben stehen. Denkt daran, der Let's Talk findet jetzt immer 21 Uhr statt. Die Möglichkeit, mit mir live zu sprechen über alles, was Euch auf der Seele brennt. Allerdings solltet ihr wirklich schon 21 Uhr zugegen sein, weil ich zwar die Veranstaltung Open End halte, also
eigentlich noch keiner Veranstaltung abgebrochen habe, aber wenn keiner anruft, ich dann auch innerhalb von 30 Minuten auch wieder offline gehe und mich dann anderen Dingen widme. Also wenn ihr anrufen wollt, solltet ihr schon 21 Uhr da sein. Ihr könnt mir auch tagsüber schon bei Skype eine Nachricht schicken, dass ihr anrufen wollt, dann weiß ich auch schon Bescheid. Das ist ein Service von mir für euch. Einmal die Woche. Ansonsten, die Mission Vegan 5 ist auf Level 26 gekraxelt. Manolo Floyd, dessen Kanal ich Euch in der Infobox verlinkt habe, hat ein neues veganes Rezept kreiert. Die Romana Schiffchen. Das Rezept dazu findet ihr exakt hier. Das ganze Prinzip der Mission 5 ist eine riesige kreative Rezeptsammlung zu schaffen, wo man aus 5 Zutaten, wovon man 4 vom vorherigen Teilnehmer übernehmen muss, ja, kleine knuffige Rezepte kreieren muss. Und als Nebeneffekt lernt man ja auch viele vegane Kanäle kennen. Die komplette Playlist findet ihr oben in den Infokarten. Ne? Das sind die Infokarten, das ist die Infobox. Und das, was ihr mal eingeblendet seht, das sind sogenannte Anmerkungen. Das nochmal als Information. Es ist zwar so, dass immer der aktuelle Teilnehmer den nächsten bestimmen darf, aber manchmal ist es eben auch so, dass der oder diejenige keinen kennt. Für den Fall habe ich eine kleine Liste bei mir liegen, wo Menschen ja, dann einspringen können und sich so in der Mission Vegan 5 verewigen können, die eigentlich sozusagen nicht vom vorherigen nominiert worden sind, aber damit die Mission Vegan 5 eben immer weitergeht. Also wenn ihr Lust habt, auch daran teilzunehmen und die Herausforderung anzunehmen, dann schreibt mir, dann setze ich Euch auch auf diese Liste und ich schreibe Euch dann, wenn wieder mal niemand gefunden wird, gegebenenfalls an. Ihr müsst dazu kein aktiver YouTuber sein. Aber das Rezept muss dann natürlich auf YouTube zu sehen sein. Also dann, ich bin gespannt auf Eure Meinung und Eure Erfahrung zum Thema Offenheit und ja, wir sehen uns dann entweder in den Kommentaren oder morgen wieder zu einem neuen Video. Macht's gut, Euer Christian. Tschüss.